Hallo zusammen, hier ist der Crown Cletus oder der Chris. Hoffe, geht euch gut. Wieder mal etwas Neues, wieder mal etwas anderes, wieder mal etwas, was die meisten auch nicht interessiert, weil es nicht Mainstream ist, aber eben trotzdem extrem interessant ist. Acanero Demon Hunters heisst das Game. Die Seite, wo wir jetzt hier gerade sind, ist Kickstarter. Einige wird das vermutlich ein Begriff sein. Finde ich etwas ganz Tolles, kann man Ideen unterstützen, dass sie dann auch umgesetzt werden können. Und hier bei Macanator ist es eigentlich genau der Hintergrund. Das Projekt läuft oder wird geführt vom American McGee. Unten rechts sieht ihr das Foto von ihm. Er ist der eine oder andere in der Gamerszene vielleicht ein Begriff. Er hat zum Beispiel auch die Stranger Alice Games gemacht. Und ist schon immer ein sehr kreativer Kopf gewesen, wo bei den grossen Publishern eigentlich nicht wirklich den Anklang gefunden, weil die wollen lieber eben Zeug, die sich im Mainstream gut verkauft. Aber er hat immer so wirklich neue, interessante Projekte gehabt. Und Acanero finde ich jetzt eben schon easy. Und die, die ein bisschen mehr darüber wissen wollen, jetzt neben meinem Video, gehen am gescheitsten auf kickstarter.com, suchen hier nach Acanero und dann solltet ihr das finden, könnt ihr euch das Video auch reinziehen. Das zeige ich jetzt hier nicht unbedingt. Was ich aber möchte zeigen, nur kurz, aber trotzdem ist das Spiel eben selber. Ihr könnt dann hier auf spicyworld.spicyhorse.com einen Account machen, könnt euch hier einloggen. Und das Gute ist eben, das Game ist auf einer Engine aufgesetzt, wo in einem Browser laufen kann, auf einem Tablet, dann auch Standalone-Client auf einem PC. Also ist sehr modular vermutlich. Und in dem Sinne auch noch intelligent, dass man es eben auf... Scheiß Avira. Dass man es eben auf mehrere Plattformen easy portieren kann. Und momentan läuft es, wie gesagt, nur im Browser. Es ist jetzt gerade die offene Beta, die läuft. Und meine Charakter sind gelöscht worden, seit der geschlossenen. Aber das ist doch gerade ein guter Aufhänger, hier einen neuen Charakter zu starten. Ihr seht, es geht jetzt noch 8 Tage, 13 Stunden, 7 Minuten, 43, 42, 41, 40... bis das Game dann offiziell rauskommt und bis dann hat er hoffentlich die 200'000 zusammen. Ab dann wird das Spiel Free-to-Play sein, das ist noch cool. Und was es eigentlich ist, es ist wieder mal so eine Art Diablo. Viele haben es jetzt vielleicht mittlerweile geschnallt. Neben dem First-Person-Shooter ist eigentlich das Action-RPG eines von meinen Lieblingsgenres. Und ja, darum haben wir jetzt hier wieder eins von denen. Und hier, wie so oft, gibt es verschiedene Klassen. Die Pros ist der, der ein bisschen Angreifer ist, he? Angreiferin. Dann haben wir hier ein bisschen Defense, ein bisschen härter reinlassen und hier ist dann noch Zauber. Und keine Ahnung. Bisher habe ich hier mit der Fortitude und dem Cunning gespielt und jetzt nehmen wir mal den Prowse und geben dem gerade den Namen klassisch Bam Bam. Jetzt kann man hier noch Männli oder Weibli wählen. Der sieht fast ein bisschen aus wie der Justin Bieber. Na, was willst du, gell? Nehmen wir mal sie. Let's go. Tutorial müssen wir nicht unbedingt spielen, weil ich kenne es ja schon. Euch würde ich es aber empfehlen, das schnell zu machen. Jetzt können wir hier Bam Bam auswählen und gleich loslegen. Dadurch, dass es noch Beta ist, läuft es natürlich noch nicht ganz optimal, aber ich finde, es ist trotzdem schon ganz ansehnlich. Jetzt können wir hier Optionen auftun und... Oh, das hat jetzt geändert. Schau jetzt. Wow, cool. Das hat ganz anders ausgesehen, als ich es vor 2-3 Tagen das letzte Mal gespielt habe. Das ist eben gut, da sind sie immer ein bisschen am Fielen. Also, dann passt das, gehen wir da raus. Und jetzt habt ihr da unten eigentlich das Inventar von euch mit der Ausrüstung. Könnt ihr einsetzen, ein bisschen Attribut verbessern. Da seht ihr dann eure Skills. Skill von ihren... Okay, schnell ein Angriff in dem Sinn, dann seht ihr hier den Charakter, die Werte vom Charakter, also wirklich ein typisches Action-Rollspiel. Jetzt habe ich leider auf Escape gedrückt, was uns der Fullscreen gerade wieder hat rausgenommen. Gehen wir hier schnell wieder rein. Also, jetzt ist es folgendermaßen: man bewegt sich hier in diesem Dörfli rum, man kann hier gewisse Sachen einkaufen, auf das möchte ich noch nicht zu gross eingehen. Und man kann hier sogar noch Leute einladen, die... Das Ziel ist, wenn sie genug Geld sammeln, gibt es dann auch einen Online-Coop. Aber bis es so weit ist, kann man eigentlich in dem Sinne, wie willst du das sagen, zur Unterstützung, fast so ein bisschen wie ein Geistspielerstang bei einem Run-Game, kann man einfach den Geist vom anderen Spieler reinnehmen. Ja, irgendwie so funktioniert das, egal. Dann die Idee ist, dass man hier das Karma sammelt und Karma ist eigentlich auch die Währung, die man für alles braucht, auch für neue
dann Lokationen freizuschalten. Und die Idee von diesem Spiel, was natürlich Free-to-Play ist, ist, dass man dann Karma auch kaufen kann. Aber Karma kaufen wird nicht gerade bedeuten, dass der Charakter dann überpowered ist. Vielleicht, weil man sich ein paar gute Gegenstände kaufen kann, schon. Aber man ist ja nicht im direkten Wettbewerb mit anderen. Und ja, man kann sich das Zeug auch alles ziehen, wenn man das Game dann intensiv spielt. Free-to-play, was Watch, gell? Es ist nicht möglich, dass sie gar kein Geld einnehmen, weil sonst gibt es die Firma nicht. Irgendjemand muss auch die Löhne zahlen. Also, jetzt eben der Ghost läuft einfach nur hinten nachher von dem, der macht nicht so viel. Jetzt erhalten wir mal das Zeug hier. Jetzt habe ich hier schon etwas eingesammelt. Und zwar ist das jetzt irgend so ein Rohkäppli-Tuch, wo mir eine zusätzliche Verteidigung gibt. Den hänge ich natürlich gerade mal rein. Die Steuerung ist relativ simpel gestaltet natürlich. Linke Maustaste ist für zum Laufen oder eben zum Angreifen von einem Ziel. Die rechte ist dann wiederum für Special Skills. Die Gegner können außerhalb vom Gebiet, wo man selber kommen, laufen, sich bewegen. Das ist teilweise noch ein bisschen irritierend. Aber sie kommen dann rein und können auch fertig gemacht werden, logischerweise. Ja. Jetzt, wenn man von diesen Karma-Steinchen einsammelt, tut einem das hier das Leben auffüllen. Das ist eigentlich noch praktisch. Und oben rechts ist die Karte. Dort werden die Gegner angezeigt und das ja, Basic Layout der Map halt. Jetzt, ja, die erste Karte ist natürlich noch nicht ganz so schwierig und es ist dann so, dass man immer wieder in das Dorf zurückkehrt. Wenn ich hier Missionen, die ich hier rechts abschließen muss, erledigt habe, komme ich zurück in das Dörfli, kann dort wieder neue Missionen haben und Gebiet freischalten. Also es ist jetzt nicht gerade so wie das Diablo jetzt zum Beispiel oder Torchlight, das Path of Exile halt, weil es auch immer von denen, es gibt nicht eine grosse Oberwelt und von denen kann man auch weit rumlaufen in die Dungeons rein, sondern es ist eigentlich schneller gemacht, was sicher zeitsparender ist. Und auch ein bisschen mehr darauf ausgelegt, eben schnell mal gerade eine Karte spielen, ein bisschen Punkte sammeln und dann kann man auch schon weiterziehen. Und darum wird sich das Game sicher auch für ein Tablet gut eignen. Die Frage ist halt einfach immer, wie die Steuerung wird sein. Das ist halt in meinen Augen das grösste Problem. Ich habe ja noch so ein uraltes iPad, eines von den ersten Modellen, das noch rausgekommen ist, aber das läuft immer noch gut, glücklicherweise. Darum muss Monika jedes Jahr wieder Geld rausschmeißen für ein neues Finger. Aber das ist auch jedem selber überlassen. Ich habe einige Games auf dem, weil es ist ja eben schon sehr günstig. Wenn man den Franken zahlt, mal schon, oder wenn es so 2-3 sind für ein gutes Game. Und so Tower Defense spiele ich gerne, das funktioniert auch ausgezeichnet. Aber wow, das ist ihr Special Move, he? Schön. Der lässt schön rein. Tack, 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 ganz geil. Also, jetzt hätten wir es geschafft. Zurück zum iPad, aber andere Games sind auch einfach ein bisschen crap. Und es gibt ja auch so Call of Duty-mässige Spiele, die eigentlich noch gut wären. Aber einfach die Steuerung, nein. Da muss ich einfach wirklich physikalisches Feedback haben. Ist der Knopf gedrückt, ist er nicht gedrückt. Das mit diesen virtuellen Knöpfen ist ein bisschen crap. Also, jetzt habe ich doch ein bisschen spezielle Axt aufgenommen, scheinbar. Die hat grün geleuchtet und das heisst, dass sie mit speziellen magischen Fähigkeiten versehen ist. Und die ist jetzt schon super. Die hat jetzt Thirsty Ice, also Durstig Eis heisst das. Und sie hat eine kleine Chance, Leben zu stellen beim Angriff. Und das ist natürlich super, weil das gibt die Möglichkeit, dann beim Angriff wieder Leben zu bekommen. Ja. Also ihr seht jetzt hier, die ist ein bisschen blutig. Jetzt ist die Frage, ob ich die in die Haupthang nehmen sollte. Und die dann in den Nebenhang. Mal schnell schauen, weil je nach Rollenspiel, das man spielt, ist es nur relevant, was man jetzt in der Haupt- und Nebenhang hat. Und schau, die wird sogar noch schneller reinhauen durch die Sichel. Ah, das braucht Level 2, gut. Level aufsteigen, obwohl das, die Erfahrungspunkte eigentlich konstant gesammelt werden. Level aufsteigen gibt es nur außerhalb vom Level, das heisst, wenn man das Level abgeschlossen hat. Das ist zum Teil vielleicht ein bisschen mühsam, weil man jetzt einen Gegenstand würde bekommen, den man vielleicht nächstens gar nicht brauchen kann, weil man weiss, jetzt ist man da gerade das nächste höhere Level, aber da muss man sich halt ein bisschen anpassend warten. Jetzt habe ich hier noch eine Katana bekommen, braucht auch Level 2. Ich kenne jetzt Charakterklassen noch nicht so im Detail, aber ich nehme an, bei ihr ist es auch schon noch vorteilhaft, wenn man dann auf zwei Waffen bleibt. Aber man kann natürlich auch umskillen, umrüsten und das Gute ist, man kann zum Beispiel jetzt auch gerade am Anfang sich für die Zweihandkämpferin, der Kämpfer entscheiden
Und dann beim Level Up, das zeige ich dann hoffentlich gerade, kann man aber die Skills von der anderen Klasse auch auswählen. Also es ist wirklich noch gut gemacht für das, dass es momentan nur so ein, ja was heisst das schon, nur einfach ein simples Browser-Game ist. Es wird eben auch ein Client geben zum Abladen, dass man es auf dem eigenen PC spielen kann. Ich denke, dann sind die Antwortzeiten zum Teil noch ein bisschen besser. Aber sonst funktioniert das eben schon gut. Free-to-play, wie gesagt, schnelle Runde, Browser-Games zocken. Es gibt ja mittlerweile schon sehr gute Browser-Games. Aber hier hat mich einfach auch das ganze grafische Design, der Artstyle und auch der Sound hat mir schon noch gefallen. Also, ein gutes Game wieder mal hier vom American McGee. Und das Coole ist auch, wenn man hier bei Kickstarter mitmacht, vielleicht können sie wirklich schon einen oder einen anderen von euch, dann bekommt man auch täglich ein Update, was läuft und so. Und das ist schon noch interessant, so ein bisschen zu sehen, was geht. Und ja, ist klar, dass die meisten nicht 10'000 Steine investieren können, Halleluja. Aber ja, dann können wir dann die Entwickler können lernen und alles. Also, früher hat es diese Möglichkeiten gar nicht gegeben. Und darum muss ich sagen, ist cool, dass sie so Sachen machen und dass dann eben auch Projekte können realisiert werden können, die sonst nicht auf den Markt wären gekommen. Oder auch digitalen Download, das muss man ganz klar sehen. So, das ist jetzt hier so ein bisschen ein Schlachtfeld. Vielleicht habt ihr vorhin gesehen, der Typ hat mich gebeten, ihn zu killen. Ganz bitter. Und ja, hier kann ich jetzt einfach reinhauen, das ist nur Level 1. Es ist dann auch so, dass die Level dann schwieriger werden. Also auch zusätzliche Herausforderungen bieten, dass man dann auch wieder zurückkommt natürlich. Es kann vielleicht ein bisschen repetitiv scheinen, aber die Gegner sind dann auch ein bisschen anders. Und rein von dem her ist es wirklich noch gut gemacht. Auch eben das Schlachtfeld, die sind noch ein bisschen am Durchdrehen hier. Aber der hat jetzt eine gute Arbeit gemacht. Ich habe auch schon erlebt, dass die Geister, die ihm nachher helfen können, die zweiten Kämpfer, dass die ziemlich scheiße sind, huere schnell sterben. So, jetzt können wir hier noch auflesen. Die Wegfindung ist auch noch nicht ganz optimal, aber eben, es ist eine Beta, von dem her einfach mal locker bleiben. Also, jetzt haben wir hier. Oh, das ist ein schöner. Ja, auf das kann ich nachher gehen. Jetzt können wir hier Return to Village auf den grünen Smaragd. Smaragd klicken und jetzt gibt es eine Zusammenfassung. Jawohl, wir haben das Level abgeschafft, jetzt Level 2 schon. Ich habe ein bisschen Karma bekommen, ich sage merci. Wie gesagt, Level Up, stylisch. Und jetzt kann man hier eben auswählen, auf welche Klassenfähigkeit man eigentlich setzen möchte. Und man kann natürlich jetzt strikt durchziehen und hier die Pros durchleveln. Aber was ich sehe hier beim Fortitude, nein, jetzt bin ich selber verwirrt. Ich habe Bullcrap erzählt. Hier geht es jetzt nur mehr darum, auf welche Attribute dass mehr Punkte verteilt werden. Genau. Weil ich zeige euch das jetzt gerade mal. Du jetzt gerade den weiterleveln. Jetzt seht ihr, jetzt habe ich 6 auf Power bekommen und 30 auf Leben. 30 auf Leben bekommen wir immer. Aber wenn ich jetzt den Defensiv gewählt hätte, ich hier 6 dazu bekommen. Und sonst wäre es hier irgendein 6 gewesen. Also so wird es ein bisschen aufteilt. Ganz habe ich es noch nie durchblickt, wie man offensichtlich merkt. Aber das Gute ist wirklich, dass man nicht eingeschränkt ist. Man kann dann wirklich sehr viel wählen. Und wenn man hier zu dem geht, hier kann man dann eben Skills, auch cool, jetzt wieder Artwork hier links, kann man Skills eigentlich kaufen, auch wieder für die Karma-Steine. Also die sind wirklich sehr vielfältig einsetzbar. Man kann dann die Waffen meistern. Du siehst, wenn ich jetzt auf 2 Waffen möchte weiterspielen möchte, würde ich das auswählen. Und es wird die Angriffsgeschwindigkeit erhöht, wenn man mit 2 Waffen kämpft. Man kann hier die Rüstung verbessern. Und dann eben die Fähigkeiten von jeweils diesen verschiedenen Charakterklassen wählen. Und jetzt zum Beispiel gerade hier der Fortitude. Wo ist er? Der G-Mand. Der ist, glaube ich, noch easy. Genau. Das tut er einfach das Leben gar nicht auffüllen, wenn er einsetzt. Und solange das magische Energie ist, rechts, das blaue Kreisli, kannst du das machen. Und das ist sehr, sehr hilfreich, weil man keine Waffe hat oder keine Fähigkeiten, die einem ein bisschen Leben zurückgeben, ist man eher schnell tot. Bei der kann man dann ganz cool so kleine Viechli kaufen. Da kann ich jetzt noch nicht manches, weil die schalte ich dann ab Level 4 frei. Und einer von denen tut einem wieder das Leben auffüllen, konstant. Der macht, dass man mehr Power hat. Mehr Skillfähigkeiten, so ein bisschen in dieser Richtung, das ist noch cool gemacht. Die bleiben eher 30 Minuten, also ab dem Moment, wo man sie kauft, wirklich 30 Minuten. Nicht in-game oder so, sondern der Tick, die Zeit einfach durch, kann man eher Equipment kaufen natürlich, verschiedene Sachen. Und gleichzeitig auch das, was man nicht braucht, kann man verkaufen. Jetzt alle weißen Items brauche ich eh nicht. Dann können wir die mal schnell raushauen.
Dann habe ich gesagt, das Katana kann ich auch nicht brauchen. Was ist mit diesen Hosen? Die sehen gut aus. Und was sie seit der letzten Version geändert hat, fällt mir jetzt gerade auf, ist zum Beispiel das Halsbändchen, der Anhänger, hat vorher immer nur eine Fähigkeit gehabt. Und jetzt können wir uns ein bisschen schneller bewegen, was ich immer angenehm finde in so Games. Und es tut jetzt Fortitude, also Deck ein bisschen boosten, Defense. Was das genau bedeutet, weiss ich gar noch nicht. Muss ich da mal ein bisschen reinschauen. Auch wieder Fortitude. Eigentlich können wir das jetzt gerade anschauen. So, das wäre hier drin. Genau, jetzt hätten wir das ersetzt. Gehen wir hier mal schnell aus, jetzt Charakterwerte anschauen. Und was ist jetzt das?